Ja, vielen Dank. Ich möchte also in meinem Vortrag die Bedeutung und Möglichkeiten von Klimaschutz im Stadtverkehr darstellen und auch das Spendenprojekt, was dieses Jahr im Öko-Institut zu dem Thema durchgeführt wurde, die Ergebnisse vorstellen. Eingangs möchte ich noch mal unterstreichen, was Frau Zimmer gerade gesagt hat, die große Bedeutung, die der Klimaschutz, die Kommunen auch der Stadtverkehr für die nationalen Klimaschutzziele hat. Ich habe da einen kleinen Teil eines Zitates von Martin Randelhoff ausgewählt. Eine Kommune, die sehr gute Alternativen zum eigenen Pkw bereitstellt und die Pkw-Nutzung obsolet macht, ermöglicht es den Bewohnern, die Abschaffung des eigenen Pkws in Erwägung zu ziehen. Eine Verkehrswende muss daher auf kommunaler Ebene eingeleitet werden. Lokal betrachtet drängt sich erstmal eine andere Dimension des Verkehrs, also eine andere Problematik auf. Wir hatten das auch im Einführungsgespräch schon, Schadstoffe, Lärm, Flächenverbrauch des Verkehrs, also Faktoren, die die Lebensqualität in den Städten mindern. Und so ist es also auch dann ein Anliegen, immer mehr Städten Lebensqualität wiederherzustellen, Lebensqualität zu steigern für die Bewohner der Städte. Es gibt zahlreiche Konzepte von Kommunen dazu. Und ich möchte mit diesem Vortrag auch zeigen, und das ist auch ein Ergebnis, was wir in unserem Spendenprojekt herausbekommen haben, es ist tatsächlich so, dass Maßnahmen, die zur Steigerung der Lebensqualität in Städten umgesetzt werden, auch positive Wirkung für den Klimaschutz haben und umgekehrt. Das heißt, Lebensqualität und Klimaschutz gehen Hand in Hand und das kann man nutzen. Emissionsfreier Verkehr wurde ja thematisiert im Weißbuch Verkehr von der EU-Kommission. Dort sind Zero Emission Zones verankert, die bis 2050 in den europäischen Städten eingeführt sein sollen. Das ist natürlich hinterlegt mit stark technologischen Maßnahmen zur Emissionsminderung. Aber es sind ganz klar auch solche Maßnahmen adressiert, die das Mobilitätsverhalten beeinflussen hin zu einem nachhaltigen Verkehr, Vermeidung und Verlagerung. Und es ist uns also auch wichtig, dass beide Maßnahmenarten, die Kombination macht es aus, der Mix macht es sozusagen. Unser Spendenprojekt, das Öko-Institut führt jährlich ein Spendenprojekt durch, das diesjährige Spendenprojekt mit dem Titel Stadt der Zukunft, da haben wir anhand von zwei Beispielstädten untersucht, welche Maßnahmen bereits heute umgesetzt bzw. geplant werden, um Stadtverkehr verträglicher zu gestalten. Und wir haben uns angeguckt, welche verkehrliche Wirkung das hat und auch welche emissionsseitige Wirkung und haben dann aufbauend auf den Maßnahmen, die in diesen Konzepten bereits verankert sind, zusätzliche Maßnahmen betrachtet und auch dort wieder die Wirkung auf das Verkehrsaufkommen und die CO2-Emissionen ermittelt, und zwar langfristig bis 2050. Und ein weiterer Aspekt des Projekts, auf den ich zum Schluss des Vortrags nochmal eingehen möchte, ist, dass wir auch dann ganz intensiv in der Kommunikation mit den Kommunen versucht haben, die Rahmenbedingungen, die für die Gestaltung lebenswerter Innenstädte durch einen emissionsfreien Verkehr wesentlich sind, dass wir diese Rahmenbedingungen nochmal hervorheben möchten, und da auch wieder kommen wir auch wieder auf die nationale Ebene zu sprechen zum Schluss, die durchaus ein Interesse an der Förderung eines verträglichen Stadtverkehrs haben kann, auch eben für die nationalen Klimaschutzziele, und deswegen aufgrund dieses Interesses auch einen Beitrag leisten kann. Dazu aber zum Schluss mehr. Hier sehen wir ein Bild, die Stadt der Zukunft, wie sie sein könnte. Die Maßnahmen sind weitestgehend bekannt. Wir haben einen viel Fahrradverkehr, wir haben eine Mischung der Funktionen. Die Verkehrsteilnehmer bewegen sich relativ gleichberechtigt. Wir haben vernetzte Mobilitätskonzepte mit Carsharing und Fahrrädern und ÖPNV. Pedelecs sind zu sehen, Lastenfahrräder, die auch den Wirtschaftsverkehr entlasten. Das bisschen motorisierter Individualverkehr, was noch da ist, ist elektrifiziert. Und so ist dieses Maßnahmenbündel, das ist jetzt nur ausschnittshaft. Aber ich denke, die Maßnahmen sind uns allen einigermaßen bekannt. Wichtig ist, das haben wir auch noch mal festgestellt im Projekt, die Vorgehensweise.
Und dabei ein wesentlicher Aspekt, den ich hier nochmal hervorheben möchte, die Einbindung der Bürger. Eine gemeinsame Vision zu entwickeln, frühzeitig und die Bürger einzubeziehen in die Definition von Zielen, erleichtert die Umsetzung von Maßnahmen und steigert die Akzeptanz und die Legitimation auch von dem, was man dann vorhat, weil das sind keine einfachen, das wissen Sie sicherlich alles, politisch oftmals keine einfach durchzusetzenden Dinge, die wir da eigentlich vorhaben sollten. So, zum Spendenprojekt. Alle diese Maßnahmen, die vorhin hier in der Stadt der Zukunft aufgezeigt wurden, sind auch mehr oder weniger ausgeprägt Grundlage der Konzepte, die beide Städte bereits vorliegen haben. In Bremen, das wurde heute Morgen schon gesagt, gibt es den Verkehrsentwicklungsplan, der bis zum Jahr 2025 Maßnahmen aufzeigt für die Entwicklung eines verträglichen Stadtverkehrs. Und in Stuttgart ist es das Verkehrskonzept, was bis zum Jahr 2030 Maßnahmen verankert und nochmal etwas konkreter der Aktionsplan Nachhaltige Mobilität, aber da wird sicherlich Herr Forderer nachher nochmal genauer darauf zu sprechen kommen. Wir haben uns hier zum einen die verkehrliche Wirkung angeguckt. Das ist also der Modal Split und man kann sehen, dass also auf Grundlage hier der Maßnahmen, die verankert sind in den beiden Konzepten, also hier das Verkehrsentwicklungskonzept und der Verkehrsentwicklungsplan in Bremen, wird die verkehrliche Wirkung dieser Maßnahmen abgeschätzt und berechnet, können wir sehen, dass sich der MIV, beispielsweise der Anteil des motorisierten Individualverkehrs, leicht reduziert, hier in Stuttgart, oder ja, reduziert, von 46% auf 39% und in Bremen von 40% auf 36%. Und was jetzt in dem Projekt nochmal für uns wichtig war, ist zu gucken, gut, das ist jetzt das ist Gesetz, das ist teilweise umgesetzt, teilweise geplant. Was kann man darüber hinaus, was kann darüber hinaus gemacht werden? Wir haben also zusätzliche Maßnahmen uns angesehen, die bis 2050 zusätzlich zu denen, die bereits verankert sind, dazukommen und haben das zur Grundlage genommen für unser Langfristszenario 2050. Zusätzliche Maßnahmen sind beispielsweise eine stärkere Förderung des Radverkehrs, auch das ist heute Morgen schon mal kurz erwähnt worden, aber auch einen ganz wichtigen Einfluss auf eine Reduktion der Verkehrsleistung haben preisliche Maßnahmen, auch die sind hier hinterlegt in Form von höheren Mobilitätskosten. In der Stadt Stuttgart auch noch eine City-Maut, die hier auch mit einbezogen wurde. In Bremen hat sich durch die Gespräche mit der Kommune herausgestellt, dass das keine zielführende Maßnahme ist, die ist also hier nicht dabei. Genau, wir haben also zusätzliche Maßnahmen und darunter auch preisliche Maßnahmen. Wichtig ist, dass man diese Maßnahmen nicht einzeln stehend betrachten kann. Es ist immer ein Zusammenspiel verschiedener Maßnahmen. Das hat sich ja auch vorhin hier in dem Workshop gezeigt mit über die Mobilitätskonzepte. Es reicht eben nicht nur, das eine zu fördern. Wir müssen immer auch das andere mitdenken. Und das haben wir auch versucht abzubilden in den Berechnungen. Das heißt, wenn der ÖPNV stärker gefördert wird, dann muss gleichzeitig Carsharing gefördert werden. Es muss gleichzeitig Fahrradverkehr gefördert werden. Es kann helfen, Parkraumbewirtschaftung hier stärker einzusetzen, um wiederum den Fahrradverkehr zu stärken und andere positive Effekte zu erzielen. Und nur so im Zusammenspiel können die Maßnahmen wirklich wirkungsvoll sein. Eine weitere Grundlage, das steht jetzt hier unten, ich weiß nicht, ob Sie das lesen können, die wir angenommen haben, ist, dass wir davon ausgehen, dass wir durch diese Maßnahmen Rahmenbedingungen setzen, die zu einer Verstetigung des Wandels der Präferenzen führen, die wir ja derzeit schon erleben. Bei Jüngeren ist das sichtbar, es gibt einen Wandel in den Präferenzen der Verkehrsmittelwahl und wir gehen davon aus, dass durch das Setzen der richtigen Rahmenbedingungen dieser Wandel verstetigt werden kann und auch langfristig eben auch in andere Generationen sich überträgt. So, und damit kommen wir also zu dem Ergebnis von unserem Langfristszenario und können hier in Stuttgart beispielsweise den Anteil des motorisierten Individualverkehrs auf 24% senken, in Bremen auf 22%. Und hier nochmal ganz kurz, heute Morgen klang das an, ja, der Fahrradverkehr in Bremen, das hat ja eh schon so viel Fahrradverkehr, aber ja, es ist, wie schon gesagt, es ist auch in anderen Städten möglich, hier in Stuttgart mit 5%, kann in 2050 auf 16% kommen, wenn man die richtigen Maßnahmen hinterlegt. Wir haben uns
darüber hinaus den Beitrag zum Klimaschutz angeguckt. Dazu haben wir zwei verschiedene Technologieszenarien gewählt. Das eine ist das Trendszenario mit einer mittleren Technologieentwicklung und darüber hinaus noch einmal geguckt, wenn wir jetzt eine progressive Technologieentwicklung annehmen, die davon ausgeht, dass wirklich fast komplett der Pkw-Bestand elektrisch oder teilelektrisch ist und auch im Straßengüterverkehr 90% elektrisch oder teilelektrisch, dann das ist also im Technologieszenario hinterlegt, diese progressive Technologieentwicklung. Wir sehen hier, dass alleine durch die Maßnahmen, die hinterlegt sind in den beiden Konzepten der beiden Städte, ein Minderungspotenzial in Bremen von 31% und in Stuttgart von 38% bis zum Jahr 2025 bzw. 2030 möglich ist. Hier alles beides im Trendszenario auch 2050, also mit einer mittleren Technologieentwicklung, sind es bis 2050 62% in Bremen und 63% in Stuttgart. Und unter Annahme der progressiven Technologieentwicklung sind in beiden Städten 87% Reduktion denkbar bis 2050. Da ist natürlich immer noch eine Lücke. Da muss man sich fragen, wie macht man das? Technische Optionen sind denkbar, aber eben mit hohen Unsicherheiten behaftet. Wirtschaftlich, wir hatten das heute Morgen mit der Stromnachfrage. Wir haben das Problem, dass wenn wir technologische Maßnahmen ansetzen, viele Probleme des Verkehrs nicht adressiert werden. Und deswegen ist es so wichtig, eben die Maßnahmen zur Veränderung des Verkehrsverhaltens auch mitzudenken und hervorzuheben. Und es war uns auch wichtig, mal zu gucken, ja, welchen Anteil haben die denn an diesem ganzen, an der ganzen Minderungspotenzial? Und tatsächlich ist es so, dass wenn wir die mittlere Technologieentwicklung anlegen im Trendszenario, wir im Personenverkehr immerhin 40% der Minderungspotenziale durch Maßnahmen, durch die Verlagerung und Vermeidung im MIV erreichen in Bremen. In Stuttgart ist es etwas weniger, da ist noch ein bisschen mehr Technologie, das sind dann 33%. Das heißt, Maßnahmen zur Vermeidung und Verlagerung haben durchaus auch aus Klimaschutzsicht ihre Berechtigung. Und jetzt komme ich nochmal, was wir eingangs sagten, die Bedeutung der kommunalen Ebene für die nationalen Klimaschutzziele. Sie spielen eine große Rolle, der Stadtverkehr vor Ort, das hatten wir gesagt, durch die Beeinflussung des Verkehrsverhaltens spielt eine große Rolle. Die nationale Ebene hat hier eine Verantwortung und wir haben die Frage gestellt an die Kommunen, wie kann denn die nationale Ebene weiter unterstützen und sind dabei auf verschiedene Aspekte gekommen. Das eine ist, dass im Bereich der Förderung der Nahmobilität ganz klar nach wie vor die Rechte der Fußgänger und Fahrradfahrer in den Regelwerken des Straßenverkehrsrechts zu wenig gleichberechtigt sind. Es wäre ganz wichtig, die Rechte der Fußgänger und Fahrradfahrer zu stärken, damit eine gleichberechtigte und geteilte Nutzung des Straßenraums ermöglicht wird. Die Bevorrechtigung von Fußgängern auch erleichtert wird, das würde die Umsetzung von Konzepten der Nahmobilität stark vereinfachen für die Kommunen. Es gibt planerische Konzepte für die Nahmobilität, die zum Beispiel die Begegnungszonen oder Shared Space, die noch nicht so richtig verankert sind in den Regelwerken und wo es bisher immer Behelfslösungen gibt über verkehrsberuhigte Bereiche, verkehrsberuhigte Geschäftsbereiche. Das ist aber alles zum Teil, das widerspricht sich zum Teil, da wäre es wichtig, die also richtig zu berücksichtigen in den Regelwerken. Dann gibt es auch zum Fahrradverkehr zu sagen, da ist schon einiges passiert mit der letzten Novelle der StVO. Nach wie vor ist es ein Problem, dass Kinder unter 8 Jahren auf dem Gehweg fahren müssen und Eltern auf der Straße und man da die Begleitung von Kindern unter 8 Jahren irgendwie integrieren sollte oder verbessern sollte in den Regelwerken, um den Fahrradverkehr noch familienfreundlicher zu machen. Das ist ein Teilaspekt. Und was auch hervorkam in den Gesprächen ist, dass es wird immer mehr über Hauptachsen des Radverkehrs, über Velorouten, Premiumrouten gesprochen, dass es für die Kommunen hilfreich wäre, dort Empfehlungen zu haben, wie Radverkehr bevorrechtigt werden kann, welche Möglichkeiten es da gibt, Aufpflasterung, Beschilderung etc. Und ein grundlegender Punkt, um den Kommunen die Förderung von Nahmobilität zu erleichtern, ist die Regelgeschwindigkeit herabzusenken. Da kann man diskutieren, um wie viel, aber jedenfalls herabzusenken, was dann dazu beiträgt, unter anderem auch, dass die Sicherheit der Fußgänger und Fahrradfahrer erhöht wird.
Ja, ein anderer Aspekt, der auch von durch die nationale Ebene positiv beeinflusst werden könnte, ist der Aspekt Lebensraum statt Parkraum. Wenn wir den Parkraum des MIVs reduzieren, schaffen wir Lebensraum und verringern nebenbei Parksuchverkehr, der auch einen wesentlichen Einfluss auf den Klimaschutz, also auf CO2-Emissionen hat. Dazu ist es wichtig, die Bußgelder anzuheben. Unterstützt die Kommunen darin, also gibt den Kommunen mehr Handhabe bei der Parkraumbewirtschaftung. Im europäischen Vergleich ist Deutschland da sehr niedrig. In Niederlanden zahlen sie beispielsweise 90 Euro, wenn sie auf dem Gehweg parken. Und auch das Abschleppen, das hat sich gezeigt, ist in Deutschland nicht so ohne weiteres möglich. Deswegen wäre es hier auch wichtig für die Kommunen, eine bessere Handhabe bei der Vollstreckung zu haben. Ein wesentliches Thema natürlich dabei Parkraum. Carsharing. Carsharing entlastet Parkraum und es ist, das hatten wir heute Vormittag hier im Workshop gehört, nach wie vor gibt es keine Möglichkeit in den Regelwerken explizit die Carsharing-Plätze auszuweisen. Hier ist eine Reform des Straßenverkehrsgesetzes wichtig und notwendig. Ja, dann komme ich zu einem Punkt, der durch Förderprogramme, um den ÖPNV zu stärken. Es gibt diese Programme, aber es sollte zum Beispiel diese Regionalisierungsmittel angehoben werden. Die Förderung durch das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz sollten fortgeschrieben werden und dann auch wäre es zielführend, Umweltziele zu integrieren und darüber hinaus also auch mehr auf den Erhalt von Infrastruktur zu setzen und weniger oder ja auf den Erhalt von Infrastruktur im Gegensatz zu immer nur Neubauen oder Zubauen. Und was auch noch gesagt wurde, das jetzt nur ganz zum Schluss sind, also Bewertungskriterien, die sind sehr angenehm für die Kommunen, um Qualitätsstandards schaffen zu können. Und es gibt, und dieser Punkt ist noch eine Randnotiz, es gibt viele Einzelprojekte, Pilotvorhaben, die sind so ausgerichtet, dass sie 3 Jahre, 5 Jahre gehen und danach weiß man nicht weiter, dann verlaufen sie im Sande und selbst wenn sie vielleicht erfolgreich waren, hier wäre es wichtig, bei der Förderung von Einzelprojekten aus Sicht, also von nationaler Ebene her, die finanzielle Sicherung und auch ausreichend Personal mitzudenken. All das kann also von Seiten der nationalen Ebene dazu beitragen, der Kommune zu helfen, einen verträglichen Stadtverkehr zu gestalten. Und damit möchte ich schließen und bedanke mich und gebe dann weiter. Dann hören wir bestimmt gleich noch mehr zur Sicht der Kommune. So, hallo zusammen. Gleich geht's los. Ja, dann fangen wir doch einfach mal an. Ja, Stuttgart. Ich muss ein bisschen so, Sie kennen ja diesen Hit-Bilder von dir überdauern und so weiter. Na, und das ist doch das Bild, das Sie alle von Stuttgart kennen. Ja? Stauhauptstadt, zweitschmutzigste Kreuzung Deutschlands und so weiter. Na, das sind so diese typischen Bilder, klar. Denn wir haben auch 472.000 Arbeitsplätze in der Stadt. Wir haben 800.000 Autos täglich, die Stadtgrenze passieren. Also 400.000 rein, ne? Das ist mehr als Berlin. Und Berlin ist schon etwas größer als Stuttgart, ne? Nur so im Vergleich. Es gibt aber auch dieses Stuttgart, ne? Also ein grünes Stuttgart mit 40% der Fläche steht unter Landschafts- und Naturschutz. Ne? Das sind also Dinge, die oft da ausgeblendet werden. Das zu dem Thema heute, wo sich jemand gemeldet hat und gesagt hat, was habt ihr eigentlich für Probleme in Deutschland? Ne? Also ich hatte Besuch aus den Philippinen, die haben gesagt, Stuttgart ist ein Luftkurort für sie. Ne? Also das ist immer eine Relativität der Geschichte. Ne? Aber wenn man die Stadt sieht, dann ist die halt in den 60er Jahren als autogerechte Stadt konzipiert und ausgebaut worden. Also wir haben der Schlossplatz Mitte in Stuttgart ist eine Kreuzung von 2 Bundesstraßen gewesen. Und man sieht, für die Fußgänger stehen irgendwo zusammengequetscht auf Fußgängerinseln. Jede freie Ecke ist zugeparkt und Staus ohne Ende. Und wo wollen wir hin? Wir möchten eigentlich so eine Stadt, wo man entspannt mit dem Fahrrad ins Büro fährt, wo es wunderschöne Fußgängerzonen gibt, wo Intermodalität perfekt ist, dass ich also mein Fahrrad vor die Zahnradbahn klemme und dann mit dem Berg hochfahre. Also wir haben ja alle die Visionen einer wunderschönen, menschengerechten Stadt.
Und wie kommen wir da hin? Und die Wiebke hat es vorhin angesprochen, wir haben ein Verkehrsentwicklungskonzept bis 2030. Aber unser neuer Oberbürgermeister, der einzige grüne Oberbürgermeister einer Hauptstadt in Deutschland, der hat eben gesagt, so ein Konzept hat den Nachteil, dass man das in die Schublade legt und alle paar Jahre mal anguckt. Also, weil Konzepte, die haben ja Bestand. Ne? Und deswegen hat er gesagt, wir machen einen statischen Teil, das ist das Konzept, das lassen wir auch schön in der Schublade. Und dann machen wir einen dynamischen Teil, nämlich einen Aktionsplan. Und haben jetzt ganz konkret ganz, ganz viele Maßnahmen, über 100 Maßnahmen entwickelt. Also ich zähle die jetzt nicht alle auf, ne? Aber nur um das von heute früh aufzugreifen. Carsharing ist wichtig, aber das löst viele Probleme nicht. Elektromobilität ist wichtig, das löst aber auch viele Probleme nicht. Also das heißt, das Rezept heißt ganz, ganz, ganz viel machen. Und zwar machen, also nicht denken und planen, sondern umsetzen. Und viele kleine Sachen bringen auch was. Ne? Also deswegen denke ich, die eine Maßnahme, die eine nachhaltige Mobilität schafft, die gibt es nicht. Also wer die erfindet, der kriegt einen Nobelpreis. Also deswegen zeige ich Ihnen jetzt auch nochmal drei Beispiele, was wir so machen. Wir führen nächstes Jahr eine Bürgerkarte und App ein. Das ist ein Bundesprojekt, das größte Schaufensterprojekt in Deutschland, heißt Arbeitstitel Stuttgart Services. Es kriegt noch ein Logo und einen Namen, aber der ist gerade beim Europäischen Patentamt in der Markenschutzphase, deswegen darf ich den nicht sagen. Wird im Dezember veröffentlicht. Wir führen diese Karte ein. Alle, die ein Dauerticket haben, also ein Jahresabo, kriegen die nächstes Jahr automatisch, also ungefähr 240.000 Leute. Das kann aber auch sonst jeder kriegen. Und mit diesem Produkt kann ich Auskunft und buchen über alle Verkehrsarten, das heißt also IV, ÖV, Carsharing, Bikesharing. Ich kann ein elektronisches ÖPNV-Ticket draufladen lassen nach VDVKA-Standard. Ich kann Autos, also Leihautos öffnen, ich kann parken. Ich habe eine Mastercard drauf, das heißt, ich kann die Prepaid oder als Kreditkarte benutzen. Um das gleich wegzusagen, der Landesdatenschutzbeauftragte ist vom ersten Tag da dabei in einer Arbeitsgruppe. Ne? Also, denn das geht nur, wenn das datenschutzrechtlich unbedenklich ist, das Ganze. Ne? Dann, Prepaid ist sehr teuer für kleine Händler, deswegen führen wir ein lokales Prepaid ein, also ein Bonus- und Punkteprogramm für alle, die in der Stadt oder in der Region Stuttgart wohnen, das sind 2,7 Millionen Einwohner. Und der Kollege von der BW Bank, der sagt nicht zu Unrecht, die Leute sind punktegeil. Also ist es für uns ganz wichtig, dass wir auch Anreize schaffen. Und was eben noch besonders ist, das ist auch eine Bürgerkarte. Das heißt, ich kann städtische Dienstleistungen nutzen. Ich kann die Karte als Büchereiausweis verwenden, ich kann damit ins Hallenbad gehen, ich kann damit Termine bei städtischen Ämtern online beantragen und mir gleich das Routing dazu anzeigen lassen. Also es wird auch eine viel mehr als eine Mobilitätskarte, es wird die Karte, die Sie dabei haben, und alle anderen können Sie daheim lassen. Ne? Also so eine, wie sagten die Werber, eine First of Wallet, also eine Karte, die Sie als erste immer aus dem Geldbeutel ziehen. Das Zweite ist, dass wir sehr viel in Sachen Elektromobilität machen. Wir haben das dichteste Netz in Deutschland. Wir haben 500 Ladepunkte für Autos und Zweiräder. Wir haben 600 Fahrzeuge allein im Carsharing- und Bikesharing-Bereich in Stuttgart. Das ist also die größte Elektroflotte weltweit. Wir haben auch über 50.000 registrierte Kunden im Carsharing insgesamt. Und wir bieten kostenloses Parken für Elektrofahrzeuge an. Ja, und was Sie da sehen, das war der Weltrekordversuch. Es war kurze Zeit ein Weltrekord. Es ist schon wieder von Amerikanern übertrumpft. Aber das sind ungefähr 530 Elektroautos, die an einem Tag rund um das Stadion in Stuttgart gefahren sind und gezeigt haben, dass doch sehr viele Leute schon elektrisch unterwegs sind. Und das sind jetzt also nicht 500 Car2Go-Autos, die dann Daimler uns gesponsert hat, ne? Sondern der Daimler hat da seine Finger draußen gehabt. Wenn das Car2Go-Autos sind, dann sind das Leute, die bei dem Weltrekord mitgemacht haben. Ne? Steht aber leider nicht mehr im Guinness-Buch, weil schon wieder welche uns übertrumpft haben. Ja, das ist halt dynamisch, das Ganze da. Ja, und dann ein Thema, was immer zu kurz kommt. Also auch heute, man redet von Carsharing und allem Möglichen und man redet ständig vom Radverkehr. Ne? Entschuldigung, aber wir können jetzt gemein sein, sage ich, kann es nicht mehr hören. Das ist das Thema, das genauso wichtig ist. Also wenn man in Stuttgart den Model Split sieht, haben wir 5-mal so viele Fußgänger wie Radfahrer und haben aber vom Budget her vielleicht 10-mal so wenig. Ne? Also das heißt, das ist das Thema, das in allen Mobilitätskonzepten völlig unterbewertet ist. Also, und das, ich habe da ein bisschen Herzblut dafür. Tun Sie was für Fußgänger, dann tun Sie ganz arg viel für nachhaltige Mobilität. Wir machen
Bürgerwerkstätten, wir machen Walking Audits, wir machen Aktionstage, wir bringen neue Stadtpläne raus mit Entfernungsangaben in Minuten, wir machen Querungsprogramme. Ganz aktuell nächsten Monat machen wir über die breiteste und meistbefahrene Straße vor dem Hauptbahnhof einen Fußgängerüberweg mit grüner Welle für Fußgänger. Ja, also wir provozieren bewusst auch und sagen, an manchen Stellen in der Stadt ist der Fußgänger in der Priorität der Verkehrsmittel Nummer eins. Und die Leute, das ist auch ein wirtschaftlicher Faktor. Die Leute kaufen ein. Also man darf das nicht unterschätzen. Fußgänger kaufen mindestens genauso viel ein wie Autofahrer. Also wenn immer das Argument kommt, wir brauchen Parkplätze. Fördern Sie den Fußverkehr und Sie werden sehen, da machen Sie mindestens genauso viel wie für ÖPNV-Förderung oder Radförderung. Ja, also man muss die einmal loswerden. Und dann unsere Wunschliste noch zum Schluss. Wir haben ja im Vorgespräch auch in dem Projekt uns das erarbeitet. Und jetzt werde ich mal kurz noch aufzeigen, was wir so für Wünsche an die nationale Ebene haben. Also oben, das sind nicht meine ausgelatschten Schuhe, aber ich gehe seit 20 Jahren zu Fuß zur Arbeit, 2,3 Kilometer hin und 2,3 Kilometer zurück. Ich kann nicht mal ein paar Schuhe von der Steuer absetzen. Ja, ich finde das völlig ungerecht. Ne? Wenn ich mit dem Auto fahren würde, hätte ich irgendwelche Möglichkeiten, irgendwas abzusetzen. Oder wenn ich was weiß ich, irgendwie andere Dinge mache, habe ich ständig, der Staat subventioniert immer mein nicht ökologisches Verhalten, also mein nicht nachhaltiges Verhalten. Und deswegen denke ich, darüber müsste man mal nachdenken, dass ich immer vom Staat mal einmal im Jahr ein paar Schuhe kriege oder sowas. Also ich überspitze das jetzt etwas, ne? Aber ich meine nur, man muss mal wirklich darüber nachdenken, ob wir nicht die falschen Verkehrsmittel fördern. Das Zweite ist, wir schreiben dann auf Verkehrsschilder schon, bitte parken Sie hier nicht, ne? Weil wir das einfach nicht in den Griff kriegen, die Parkmentalität zu verbessern. Und so schlimm das klingt, es geht nur über knallharte Strafen. Ja? Und da bin ich also total in der Zwischenzeit Law and Order Mensch geworden. Also ich denke, dass man zum Schutz der Allgemeinheit richtig knallhart durchgreifen muss, abschleppen muss. Nur so kriegen wir unsere Ziele hin, wenn wir hier eine andere Mentalität, leider Gottes, erzwingen. Dann das Dritte ist Experimente. Das ist unser Shared Space in Stuttgart. Versuchen Sie mal einen Shared Space einzurichten, da gibt es gar keine Rechtsgrundlage. Das müssen Sie dann irgendwie verkehrsberuhigter Geschäftsbereich nennen. Und dann beantragen Sie das und dann sagt das Regierungspräsidium, ja, in Deutschland gilt Rechtsfahrgebot. Es ist ungeheuer schwierig, mit irgendwas experimentierfreudig umzugehen. Sie müssen dann irgendwelche rechtliche Nischen finden, so wie die Bremer das auch mit ihrem Cambio haben. Sie müssen immer versuchen, irgendwie so eine halblegale oder pseudolegale Lösung zu finden, um überhaupt voranzukommen. Und da erwarten wir uns viel mehr Unterstützung. Einfach mal unseren Mut zu unterstützen und sagen von ganz oben herab, okay, probier das mal aus, ne? Mach doch mal eine Spur für Autos, wo drei Leute drin sitzen, wie die Amis oder so. Lass doch uns einfach mal irgendwas ausprobieren. Ja? Und da ist einfach eher so der Umkehrschluss, oh, da könnte sich einer drauf berufen, oh, da könnte uns einer verklagen oder so weiter. Ne? Also immer diese Angst. Ne? Und da erwarte ich mir einfach Mut von der nationalen Ebene, dass man sagt, die was bewegen wollen, lass die doch mal machen. Ne? Und dann das Letzte noch oben, wir hätten gerne viel mehr Lenkungswirkung. Also aktuelle Diskussion in Stuttgart, die IHK will bessere Lieferfristen. Also die möchten länger in die Innenstadt reinfahren, in die Fußgängerzonen. Bisher geht es nur, also ab 11 kann man nicht mehr reinfahren, die möchten jetzt ab 12 oder ab 1 erst die Sperre haben. Jetzt wäre doch das toll, wenn ich denen sagen könnte, okay, ihr könnt das machen, aber wir machen es wie in Holland, wir machen eine Milieuzone und ihr dürft nur mit dem Euro 6 Fahrzeug oder mit dem Elektrofahrzeug reinfahren. Diese Mischung zwischen Anreiz und Verbot, das kriegen wir nicht hin in Deutschland. Ne? Und das ist ganz schade, weil ich denke, da wäre beiden Seiten geholfen. Wir sind gerne bereit, dem Handel oder den Logistikern entgegenzukommen, aber dann sollen die auch uns entgegenkommen. Ja? Also ich denke, das muss ein Geben und Nehmen sein. Und da haben wir aber nicht das rechtliche Instrumentarium für sowas. Ja? Also da denke ich auch, wir müssen einfach versuchen, auch mit rechtlichen Vorschriften solche Dinge zu unterstützen. Ja? Aber dann bald ist ja Weihnachten und vielleicht bringt uns der Weihnachtsmann das eine oder andere. So, Dankeschön. Ja, ich kann ansetzen bei dem, was Michael Glotz-Richter heute Vormittag gesagt hat, wo es um Platz schaffen geht. Und ich denke auch, dieser Gedanke von Durchatmen ist einfach auch nur nochmal ein anderes Bild dafür.
Nee, erste. Und ich möchte ein paar Schlaglichter geben zum Thema Parken. Vieles brauche ich nicht mehr zu wiederholen, ist auch gerade nochmal gesagt worden. Aber nur nochmal gerade der Gedanke, dass es natürlich etwas schwieriger ist, mit Restriktionen zu arbeiten, als viele neue schöne Angebote zu machen. Aber trotzdem gibt es jetzt aus der Erfahrung als Stadt- und Verkehrsplaner die schon den Befund, dass wenn man mal das Thema Flächenaufteilung bewältigt hat und dann auch die Fahrgeschwindigkeiten, dass das eigentlich schon die halbe Miete ist, zu einer guten Straßenraumgestaltung zu kommen. Kurz noch zum technischen Regelwerk. Also einmal ist das auch in Bewegung. Auch zu Radschnellverbindungen gibt es jetzt seit Neuestem was im technischen Regelwerk. Auch übrigens zu Shared Space, HSBÜ 2014 heißt das, also Hinweise für Straßen mit besonderem Überquerungsbedarf. Das ist so eine Verbeugung dafür, dass es natürlich in der StVO nicht steht, aber trotzdem sehr, sehr viele Beispiele gibt. Und dann natürlich der Befund, was das Parken eigentlich sehr stark betrifft, dass es heute schon technisches Regelwerk ist in der Rast, dass man nicht mehr von der Mitte aus denkt und guckt, was dann an den Rändern übrig bleibt, an rechts und links der Fahrbahn, sondern dass man das umgekehrt, also von den Seiten der Straße nach innen denkt und dann bleibt in der Mitte dann etwas übrig, was dann entweder ausreicht, Fahrbahn, Parken oder wo dann Kompromiss gefunden werden muss. Das Bild hier ist aus Ulm, wo man mal eine super breite Straße dann auch mal teilweise zugebaut hat und also auch das nochmal verschärft hat und dann natürlich auch besonders sehen musste, wie es mit den Kompromissen ist. Da gab es jetzt keine Stellplätze, die sind unten im Untergeschoss, aber wenn man genau hinsieht, ist auch nicht alles zugepollert übrigens. Das ist also, da bin ich jetzt nicht ganz so Law and Order. Ich habe schon so viele Beispiele gesehen, wo also auch Respekt vor einem besonderen öffentlichen Raum, der eine besondere symbolische Bedeutung hat, dazu führt, dass nicht alles zugeparkt wird. Nur ein Beispiel mal zwischendurch. Wenn man dieses von außen nach innen ganz konsequent mal zu Ende denkt, kann man natürlich auch auf solche Gedanken kommen, dass das Parken dort hinkommt, nämlich in die Mitte der Fahrbahn, wo es dann am wenigsten stört. Ja, aber jetzt zu den Hauptknackpunkten. Ich denke, vieles ist schon gesagt worden. Man kann auch Stellplätze, auch eine Tiefgarage betrachten als ein Emissionsherd, kann dann die Luftschadstoffe Lärm berechnen in den Zufahrten dazu, kann das also quasi wie eine Müllverbrennungsanlage mal bewerten. Und man kann es bewerten im Hinblick auf die Verkehrserzeugung als Model-Split-Politik. Man kann also sagen, wenn wir viele Stellplätze anbieten, je nachdem auch wie oft dann der Durchschlag ist, also wo Langzeitparken ist, entsteht weniger Verkehr, als wenn derselbe Stellplatz 6-7 Mal am Tag rein und raus genutzt wird, dann ist das trotzdem für die lokale Diskussion oft nicht das Besondere, sondern es geht einfach darum, um Flächen, also Fußgänger parken in der Weise auch, dass sie Aufenthaltsflächen brauchen. Ganz wichtig, was gegen Alterseinsamkeit in Stadt und Land zu tun, für Kinderspiel und so weiter. Also die Frage der Flächen, nicht zuletzt auch für den Einzelhandel. Portemonnaiedichte als Stichwort ist dann bei Fußgängern sehr viel höher als bei abgestellten Autos. Und jetzt nochmal zurück zu dem Thema, woran liegt das denn eigentlich? Was ist die Rechtsgrundlage für diese ganze Misere? Und da ist es einfach so, dass in den Straßengesetzen der Länder Parken als Verkehr mit betrachtet wird. Also nicht, wie man vielleicht denken könnte, dass es eine Sondernutzung ist, private Gebrauchsgegenstände wie irgendwie einen Kleiderschrank oder sowas auf die Straße zu stellen. Und das ist eben dadurch ein Problem geworden, dass es so massiv ist, dass da so viele private Gebrauchsgegenstände stehen und dass das Straßengesetz sagt, das ist eigentlich Teil des Verkehrs und das ist erstmal erlaubt und wir dürfen das nicht einschränken, weil wir ja keine Privilegien haben wollen im Gemeingebrauch. Wir haben im DIFO schon viel diskutiert, ob man das nicht irgendwie mal umdrehen kann, das Parken dann doch irgendwie mal zur Sondernutzung zu machen. Aber das ist ein sehr, sehr tief verankerter Rechtsgrundsatz in beiden Fällen. Und das wird wahrscheinlich auch nicht ganz einfach sein, darüber auf der nationalen Ebene mit den Rechtsdogmatikern in Ministerien und so weiter zu diskutieren. Lokal wird natürlich extrem viel diskutiert und übrigens auch manchmal über eine läppische Zahl von kleinen Stellplätzen, die in der Quantität so eines Quartiers überhaupt nicht ins Gewicht fallen, aber trotzdem sehr, sehr störend sind. Und ein Tipp, den ich geben könnte, ist, dass wenn es um Straßenraumgestaltung ist, bloß nicht anzufangen mit der Zahl der Stellplätze in der Diskussion, sondern erstmal Architekten und Stadtplaner ranzulassen, gute Gestaltung auch zu visualisieren. Und wenn die dann überzeugen können, wie denn so ein Marktplatz
ohne Autos aussieht und was das für ein Gewinn ist, dann hat man eine ganz andere Situation, über die vielen Autos, die auf dem Marktplatz stehen, zu diskutieren, als wenn man erstmal anfängt bei den Autos. Gemeingebrauch, übrigens noch der Hinweis, Deutschland ist ja langsam umzingelt von Ländern, die die Begegnungszone in der StVO haben. Österreich jetzt ganz neu mit einer unglaublichen Dynamik an tollen neuen Ortsdurchfahrten und Plätzen und so weiter, die aus dem Stand dadurch ermutigt werden. Da ist das wie im verkehrsberuhigten Bereich in Deutschland umgedreht, das Prinzip, dass also nicht überall geparkt werden kann, wo der Schilderplatzwald das nicht ausdrücklich ausschließt, sondern wo nur auf bestimmten Orten geparkt werden darf, die ausdrücklich dann auch markiert sind. Unten rechts, das ist übrigens ein Bild von einem Kölner Architekturfestival, wo man mal versucht hat, rechtskonform mit diesem kleinen flachen Anhänger eine Grünfläche in einen Straßenraum reinzubringen. Ja, wenn man jetzt mal bei der EU guckt, kann man, wir haben es vorhin noch mal gehört, haben wir sehr ambitionierte Ziele 2030, aber man findet eigentlich recht wenig zum Thema Parken, weil das natürlich auch ein konflikthaftes Thema ist. Aber man findet einen interessanten Aspekt auch, jetzt nicht im Weißbuch, sondern in der Strategie ein paar Jahre davor, wo es darum geht, dass man eigentlich die vielen Stellplatzgebühren, die anfallen, sammeln könnte und umleiten könnte in die Bereiche, die immer Finanzierungsprobleme haben, Mobilitätsmanagement, Radverkehrsförderung. Und da gibt es jetzt seit einiger Zeit ein EU-Projekt, wo das in mehreren Städten in Europa einfach mal ausprobiert wird. Aus Deutschland ist dann am Ende leider doch keine Stadt dabei gewesen, aber wir bereiten das natürlich als DIFU vor. Das sind so Bilder aus Gent. Und dann, wenn man genauer hinguckt, wird es sehr, sehr komplex. Aber die Stadt Gent zum Beispiel, die hat durch einen Kunstgriff hingekriegt, dass die Strafen für Falschparken, die eigentlich sonst überall erstmal im staatlichen Säckel landen, doch im kommunalen Säckel landen, weil sie das als so eine Art Schwarzfahren, also erhöhtes Beförderungsentgelt organisiert haben. Also manchmal sind auch solche Fragen, wer kann denn nun von den Überwachungsgebühren, die dann einfallen, profitieren, manchmal auch entscheidend, wer dann nur aktiv wird. Da werden Sie vielleicht das ein oder andere noch von hören. Ich habe mal schon mal die Website, auch wenn das Projekt noch neu ist, da dazu geschrieben. Wenn man das Parken, Pkw-Parken mal etwas weiter fasst, das Fahrrad dazu nimmt, ist klar, da hat man eine ganz andere Relation. Also das Umwidmen von einem Stellplatz zu 10 Fahrradstellplätzen ist ja auch eine Form von Stellplatzvermehrung. Wenn es einem gelingt, da entsprechend viele Leute aus dem Umfeld aufs Fahrrad zu setzen, entlastet das ja auch eine Geschäftsstraße und bietet möglicherweise mehr Chancen für Leute, die dann von auswärts mit dem Auto kommen und einen Pkw-Stellplatz zu finden. Und trotzdem ist natürlich auch das Fahrradparken zunehmend ein Problem. Also es ist nicht nur ein Teil der Lösung, sondern in Berlin kann man das also auch sehen, in anderen Städten auch, wo sich so innerhalb einer Dekade das Volumen des Radverkehrs verdoppelt hat, heißt das natürlich auch sehr, sehr viel mehr Fahrräder. Und das ist etwas, da würde ich mir sehr viel mehr Priorität wünschen in solchen Konzepten, weil das offensichtlich ein großer Engpass ist von Fahrradnutzung. Reiseantrittswiderstand ist dieser schreckliche Fachbegriff dafür, also dass man erstmal die Kellertreppe hoch muss, möglicherweise mit Pedelec geht das gar nicht. Und das möglicherweise gucken wir viel zu viel auf die Routen und viel zu wenig auf das Thema Parken. Und da sind es nicht nur technische Lösungen, sondern eben auch organisatorische Lösungen. Wieder in Antwerpen oder in Utrecht hat die städtische Parkhausgesellschaft den politischen Auftrag, sich um das Fahrradparken in den Quartieren zu kümmern. Also eine andere Möglichkeit, Mittel aus den Einnahmen von Tiefgaragen dann zur Organisation des Fahrradparkens umzuleiten. In Deutschland ist das leider noch nicht sehr weit entwickelt, vor allem wenn es um die Massenprobleme an den Bahnhöfen geht, bin ich so etwas ratlos, wann man denn mit der Planung anfängt, mal größere Parkhäuser zu bauen. Denn wir haben in Deutschland an einer anderen Stelle ein Riesenproblem, nämlich dass wir zunehmend Kapazitätsengpässe im ÖV haben, die Schere zwischen den steigenden Fahrgastzahlen und den öffentlichen Mitteln, dann auch die entsprechende Kapazität bereitzustellen, geht immer weiter auseinander. Das wird möglicherweise auch unter Aspekt von Klimaschutz in der Stadt das große Problem. Und das zu erweitern, das ist dann direkt sehr, sehr teuer, sodass der niederländische Weg zum Beispiel ist, sieht nicht immer schön aus wie oben in Amsterdam, da so viel wie möglich aufs Fahrrad zu verlagern in der Spitzenstunde. Das heißt, die vielen Leute, die aus dem Hauptbahnhof rauskommen, dass sie sich nicht nur in die Straßenbahn reinquetschen, sondern irgendwo ein Fahrrad haben und damit auch den ÖV deutlich
effizienter machen, als es wäre mit diesem Problem Spitzenstunde, ohne dass viele Fahrräder parallel davor und dahinter und daneben fahren. Nur so ein Beispiel, in diesem Jahr sind viele große, riesengroße Fahrradparkhäuser an niederländischen Bahnhöfen in Betrieb gegangen. Da wurde sehr viel investiert die letzten Jahre. Hier mal ein Beispiel aus Belgien, aus Gent, wo man mal einfach ansetzt, 10.000 Fahrräder wollen wir schon unterbringen. Auf der Bahnhofrückseite unten rechts, da stehen noch mal ein paar Tausend, müssen wir auch mal irgendwann ran. Und das Ganze ist so luftig gebaut, dass das auch noch deutlich mehr werden können und dass man auch auf Pkw-Stellplätzen irgendwann mal Fahrräder unterbringt und dann das Ganze möglicherweise noch doppelstöckig. Also das ist mal so ein sehr interessanter Versuch, mal ein Zukunftsbild bei der Investition, die man nicht ständig macht, die ja auch irgendwie 50 Jahre halten soll, so ein Bahnhof, da von vornherein mal ein anderes Verkehrswendebild mit einzubauen. Das Ganze kann man natürlich auch mal andersrum sehen und sagen, ob diese vielen Fahrradstehzeuge, über die wir uns jetzt erstmal freuen, wenn es die gibt, ob das nicht auch irgendwie ein Sackgasse ist und ob wir nicht auch dort zur Sharing kommen müssen. Wir hatten also einen Arbeitskreis von ADFC und Stadtplanerverband SL eine heiße Diskussion um Restriktionen fürs Fahrradparken, auch in Verbindung mit Fahrradverleihsystemen und so. Und da, denke ich, wird es jetzt nochmal richtig spannend, weil sich bei der Fahrradtechnik gerade in diesen Jahren beim Bikesharing vieles tut. Unten rechts ist ein Bild aus Kopenhagen. Bizyklen, also Stadtradeln übersetzt, hat den E-Bike Award jetzt gerade vor ein paar Wochen gewonnen. Und das ist eigentlich nicht mehr so ein klassisches Fahrrad, hat auch viele Fahrradteile nicht mehr, sondern Teile aus irgendwelchen BMW-Motorrädern. Eigentlich ist es ein Tablet auf Rädern. Und das hatten wir heute Morgen auch schon mal, dass es eigentlich interessant ist, die Softwarelösung mal anzugucken und ob da jetzt solche Hülle drumherum ist, dass das möglicherweise dann sekundär ist. Ist übrigens auch aus dem Stand recht wirtschaftlich und bietet quasi alles, was man sich so an Service vorstellen kann. Das ist einerseits eine extrem gute Botschaft, dass sich bei der Pedelec-Seite sehr viel tut. Andererseits weiß man auch nicht so recht, was man investieren soll. Wir hatten damals als DIFU die Gelegenheit, so Vorschläge für den nationalen Radverkehrsplan zu machen und hatten geschrieben, ihr müsst jetzt alle Bike and Ride nachrüsten mit Ladestationen. Würde man sagen, um Gottes Willen, bloß nicht, lieber noch ein paar Jahre warten, bis das mit dem Laden standardisiert ist. Also auch da, wie Konrad Götz sagte, warten Sie noch ein bisschen. Möglicherweise sind wir da in ein paar Jahren sehr viel schlauer. Letzte Folie, gerade nochmal ein Hinweis auf ein Berlin-Brandenburger Projekt, finanziert hier von der Senatsverwaltung Stadtentwicklung und Umwelt, die mal genau hingeguckt haben im Spektrum von der Elektromobilität, wo kann man denn jetzt sehr schnell und ja, niedrig hängende Trauben ernten, also bei irgendwelchen Incentives für die Logistiker, Elektro-Lastwagen anzuschaffen, wird es dann richtig schwierig, während die Gesellschaft ja längst insgesamt bereit ist, sich mit Pedelecs auseinanderzusetzen. Anderswo wird gesagt, das erste, zweite Prozent der Millionen Elektrofahrzeuge ist das schwerste. Eigentlich kann man ja nicht sagen, dass die erste Million Pedelec die schwerste war, sondern das war ein ziemlicher gesellschaftlicher Selbstläufer und wir wissen gar nicht, in was für einer Größenordnung das ändert. Hier drüben mal von der Akademie Tutzing, die aktive und die körperlich-passive Mobilität, da ist jetzt das Pedelec irgendwo in beiden Welten zu Hause und hat das Potenzial, möglicherweise viel schneller und viel mehr an Pkw-Verkehr zu substituieren, als wir das heute in diesen Modellierungen drin haben. Also Reaktion in diesem Berliner Projekt E-Bike-Pendeln ist, dass man bei der Infrastruktur ansetzt, also sicheres Parken, Fahrrad-Gemeinschaftsgaragen an S- und U-Bahn-Stationen, aber dann eben auch die menschliche Seite sieht, dass Leute das erstmal ausprobieren und im Rahmen vom betrieblichen Mobilitätsmanagement zur Arbeit fahren und so etwas, wo wir jetzt da einfach mal anfangen, Erfahrungen zu sammeln, weil das möglicherweise dann im Rahmen von Klimaschutz ein etwas größeres Thema wird, weil dort dann eben auch die mittleren Autofahrdistanzen dann auch mit sehr geringem Energieaufwand substituiert werden können. Ja, soweit mal ein paar Schlaglichter. Nochmal ein Hinweis, ich war sowieso durch, zu einer Veranstaltung, die wir da zu haben, jetzt im nächsten Frühjahr. Und sonst Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Das Mikro auch?
Können wir das anmachen wieder? Danke. So, herzlichen Dank für die Inputs. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen von Herrn Thiemann-Ninden mitgenommen. Weiß ich nicht, habe ich das richtig mitgenommen? Eigentlich denken wir ja immer so, wir müssen ganz viel dafür tun, damit der öffentliche Verkehr und der Fahrradverkehr noch attraktiver wird und da eine Verlagerung hin ermöglicht werden kann. Und jetzt sah das fast so aus, als wenn es ein Selbstläufer wäre und man eher hinterher hechelt und entsprechende Kapazitäten im ÖV bereitstellt und um die Fahrradinfrastruktur, Stellplätze etc. ausbaut und es eigentlich ein Selbstläufer ist. Ist das so? Nee, ist es nicht ganz. Wir haben übrigens nicht nur in Deutschland, sondern auch zum Beispiel in den Niederlanden, wo es ja die vierfache Pedelec-Nutzung schon gibt, ein sehr großes Land-Stadt-Gefälle. Das heißt, in der Großstadt gibt es offensichtlich ein Riesenproblem mit dem sicheren Abstellen als ein Haupthindernis, diese Pedelecs zu nutzen. Dann gibt es natürlich eine Kaufkraftfrage, aber zum Beispiel das Thema Laden, wenn man jetzt nicht als Tourist längere Strecken unterwegs ist, ist überhaupt kein Thema. Ja. Also eine Empfehlung wäre eben, dann doch sehr stark zu fokussieren auf das sichere Parken an der Quelle und am Ziel. Das ist das Problem, warum es nicht überall gedeiht. Und andere Dinge, die beim Auto vielleicht wichtig sind, so das Nadelöhr ist, mit wo Elektroautos durch müssen. Die Ladestation ist dann, glaube ich, bei Pedelecs mit Ausnahme der Lastenräder kein Problem. Okay, danke. So, ich würde gerne auch fürs Publikum öffnen. Vielleicht, wenn jemand etwas kommentieren möchte, Anregungen, Anmerkungen hat. Bitte. Dankeschön. Mein Name ist Simon Hagmann von der Leuphana Universität Lüneburg. Frau Hafers, Entschuldigung, ich habe eine Frage an Sie. Sie sprachen vorhin von der Verstetigung des Wandels der Präferenzen durch bestimmte Rahmenbedingungen, was die Einsparpotenziale für CO2 bei nachhaltigen Mobilitätskonzepten in Städten angeht. Ich würde gerne ganz konkret nachfragen, welche Maßnahmen hinter dieser Verstetigung stehen, die Ihr Projekt betrachtet hat, und was diese Maßnahmen vor allem im Bereich der Strategie der Suffizienz, also nicht nur der Verkürzung, sondern vielleicht auch der Vermeidung von Wegen und Einsparungen dadurch in den Blick genommen haben. Ja, also zunächst zu den Maßnahmen. Das sind Maßnahmenbündel. Wir haben keine Einzelmaßnahmen modelliert und es war einfach unsere Annahme, dass durch die zusätzlichen Maßnahmen, durch die noch stärkere Priorisierung vom Umweltverbund beispielsweise, also was ich gesagt hatte, auch mit flankierenden Maßnahmen, dass das die Rahmenbedingungen setzt, um diesen Wandel zu verstetigen. Wir haben nicht einzelne Maßnahmen untersucht und dann gesehen, hey, das wirkt ja darauf hin, sondern es ist tatsächlich eine Annahme, aber wir gehen davon aus, durch das Setzen dieser Rahmenbedingungen. Und was die Vermeidung angeht, ja, also wir haben die Wegelängen betrachtet und ich kann das nicht so ganz im Detail jetzt sagen, es ist natürlich, also es wird weniger, also es werden auch, also Verkehrsleistung wird reduziert, auf jeden Fall. Und natürlich, so eben, es gibt eben diesen Shift im Modal Split, da sind dann längere Wege im Fahrradverkehr zwar drin, aber es werden eben auch weniger Wege im MIV, also da passiert schon was, aber so ganz detailliert, das hat das nicht hergegeben, das Projekt jetzt wirklich detailliert in diese Bereiche hineinzugehen. Ich hoffe. Ja, Michael Böke. Michael Böke vom Umweltbundesamt, Fachgebiet Umwelt und Verkehr. Ich habe auch noch mal eine Frage zu Ihrem Projekt. Sie haben aufgesetzt einmal bei dem Verkehrsentwicklungsplan in Bremen und beim Verkehrsentwicklungskonzept in Stuttgart. Da sind ja schon sehr umfangreiche Maßnahmenbündel enthalten. Ich vermute mal, ich habe es nicht genau im Kopf, aber ich denke, Stuttgart und Bremen haben ja auch gerechnet, was es an Minderungspotenzialen bringt, wenn diese Maßnahmen umgesetzt werden innerhalb des Zeithorizontes. Mir ist nicht ganz klar geworden, welche zusätzlichen Maßnahmen Sie jetzt noch gerechnet haben. Das wollte ich ganz gerne noch mal von Ihnen wissen, wenn es möglich wäre. Danke. Also erstmal zum, was dort schon gerechnet wurde. Also im Verkehrsentwicklungsplan in Bremen sind die verkehrlichen Maßnahmen berechnet und bewertet
worden. Die Reduktionspotenziale, die haben wir darauf aufbauend dann ermittelt. Im Verkehrsentwicklungskonzept gab es keine Modellierung. Da haben wir die Wirkung der Maßnahmen abgeschätzt, sehr grob. Also es sind zwei unterschiedliche Herangehensweisen, weil im VEP eben schon viel da war, auf das wir aufsetzen konnten. Im Verkehrsentwicklungskonzept, also in Stuttgart, haben wir da über Abschätzungen das uns hergeleitet. Und die zusätzlichen Maßnahmen, das ist letztlich, wie ich sagte, das sind keine, also wir haben keine Einzelmaßnahmen betrachtet. Wir haben einfach gesagt, zusätzlich zu dem, was dort ist, wir verstärken noch mehr die Förderung des Fahrradverkehrs, wir verstärken noch mehr die Förderung des Umweltverbunds. Wir gucken uns an, wie die Maßnahmen zueinander wirken. Die flankierenden Maßnahmen betrachten wir mit und gucken, wie das dann noch mal zu einer Steigerung führt. Aber Einzelmaßnahmen, das war in dem Rahmen des Projektes nicht möglich. Also vielleicht, wenn ich das noch ergänzen kann, ist es, wir haben einen Baustein, war im Prinzip die Verstetigung der Präferenzen junger Leute, dass wir gesagt haben, wenn wir die Rahmenbedingungen entsprechend setzen, ja, das Angebot, dass sich dann der heute 25-Jährige vielleicht mit 40 dann auch kein eigenes Auto kauft, das haben wir mit einer Annahme fortgeschrieben, jetzt nicht zu 100% natürlich, aber so für uns plausibel. Dann haben wir preispolitische Signale hinterlegt. Das war in Stuttgart die Regiomaut und in Bremen ist auch im Rahmen der VEP-Entwicklung so ein Szenario gerechnet worden. Was würde das bedeuten auf die Verkehrsleistung, wenn man die Kilometerkosten um 1 Cent, ne, was pro Kilometer erhöht? Oder Prozent, gut. Und dann dritter Baustein, also Potenzial Fahrradverkehr, ne? Da gibt es ja die tolle Uber-Studie zu, wie kann man das irgendwie herleiten, was das Potenzial ist für den Fahrradverkehr, wo wir schon diesen Ansatz gewählt haben, auch wir haben uns die Entfernungsklassen angeguckt für beide Städte, wie ist die Verteilung, dann haben wir bei Stuttgart berücksichtigt, dass das ein anderes Ausgangsniveau ist als in Bremen und auch andere Voraussetzungen, was eben hügelig und auch Raum, ja? Raum für Fahrrad. In Stuttgart ist der muss erstmal geschaffen werden. Also jetzt nicht nur, ne, ich möchte das nicht übertreiben, aber es wäre hilfreich für die Fahrradfahrer, wenn man mehr Raum für Fahrradwege in Stuttgart schaffen würde. Also das war so ein bisschen das Vorgehen. Herr Solm. Danke. Ist überhaupt Klimaschutz und CO2-Minderung bei der Argumentation im Verkehrsbereich in den Städten ein Argument? Also so, oder muss man erst grünen Oberbürgermeister wählen, damit da irgendwas passiert? Also ich finde die Einzelmaßnahmen und auch die Berechnungen und so ja ganz, ganz hilfreich für den wissenschaftlichen Bereich. Und natürlich kann man auch sagen, als Stadt, wir haben Zielvorgabe, wir möchten da gerne hin und der Verkehrsbereich hat eben so ein Minderungspotenzial. Aber wenn ich so die Akzeptanz bei der Bevölkerung so sehe, dann sehe ich die anderen, sage ich mal, weichen Faktoren, also Verbesserung Lebensqualität und als viel sinnvolleres Argument für die Durchsetzung solcher Maßnahmen als ein CO2-Minderungsziel. Vielleicht was. Ja, das ist erstaunlicherweise bei uns anders gelaufen. Also der Herr Kuhn hat ja sogar seinen Wahlkampf damit gemacht, dass er Feinstaub reduzieren möchte. Ne? Das war also ein Thema von ihm. Ne? Also auch ja, genau, auch jetzt sind so die Hauptthemen Verkehr, Kinder, Integration und so weiter. Ne? Und was ganz erstaunlich ist, weil Sie das gerade ansprechen mit der Akzeptanz, wir haben jetzt exemplarisch auf einer Steigungsstrecke, also Stuttgart liegt da im Tal, ne, bergauf, Tempo 40 eingeführt und haben sensationelle Ergebnisse erzielt, also von 200 Überschreitungsstunden auf 9 runter oder so. Ja. Und das wurde erstaunlicherweise von der Presse ganz gut aufgenommen und in der Bevölkerung auch. Also man hat ja jetzt Akzeptanzumfragen gemacht und die haben da gar kein Problem damit. Und wir haben immer gedacht, mein Gott, das ist ja das Härteste, wenn man Geschwindigkeit reduziert. Und wir machen das jetzt auf 11 weiteren Steigungsstrecken sukzessive in den nächsten 2 Jahren. Also im Prinzip alle breiten, verkehrsintensiven Straßen aus der Stadt raus, senken wir von 50 auf 40. Und also irgendwie wundermäßig, aber die Leute akzeptieren das. Also es spielt doch anscheinend Klimaschutz eine große Rolle in der Bevölkerung. Klimaschutz oder Luftreinhaltung? Luftreinhaltung, ne? Lebensqualität. Also eigentlich ist...
Also ich habe Verständnis dafür, dass wenn ein Bürgermeister sagt, unsere Lärmprobleme mit der Entwertung von Immobilien und sowas sind für meine Wähler jetzt vielleicht wichtiger als Klimaschutz, ist die Frage, ob nicht auf einer anderen Ebene da gesteuert werden kann. Und da wissen viele gar nicht, dass es diese Kommunalrichtlinie gibt für Maßnahmen im Verkehr, Klimaschutz, zum Beispiel die Mobilstationen oder so etwas, dass es da auch ein Fördertatbestand ist aus dem internationalen Emissionshandel, der im Moment ein bisschen flach ist. Aber wenn man mal nach Österreich guckt, dann sieht man, was das für eine Dynamik kriegen war mit dem Klimaaktivprogramm. Wenn dann große Brücke nur für Fußgänger und Radfahrer gebaut werden soll, dann kann es auch mal sein, dass 1 Million von 3 Millionen dann aus einem nationalen Klimaschutzfonds kommen. Gut, Österreich hat dann noch andere Bedingungen als Deutschland, aber die Tatsache, dass Mittel für Klimaschutz ausgegeben werden, werden ja auch durch die nationale Ebene gesetzt. Und dann kommt noch der besondere Charme dazu. Wir hatten dieses gelbe Heft, was draußen ausliegt, da über Klimaschutz und Mobilität mal mitgenommen in die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, haben gesagt, gucken wir mal durch, was davon vielleicht auch für Gesundheitsförderung, als das neue große Thema, was kommt, brauchbar wäre. Und das war alles 1:1. Also das Besondere an diesen Klimaschutzmaßnahmen ist, dass sie eigentlich nicht so viele Zielkonflikte mit anderen öffentlichen Zielen haben, sondern dass sie sehr, sehr gut passen zu gesundheitlicher Prävention und Luftreinhaltung und Lärm und so sowieso. Ich möchte da hinten gerne. Bernd Schuster vom Verkehrsministerium in Wiesbaden. Sie haben schon vieles angeschnitten, was ich auch gerne ansprechen wollte. Zum einen würde ich anregen, auch in dieser Runde und generell, was Ziele angeht, vielleicht abzukommen von dieser Model-Split-Zielsetzung. Also Model-Split-Ziele für 2050 zu definieren, dass man den MIV von 26 auf, sage ich, 15% reduziert, ist per se eigentlich keine besondere Ausgabe. Also vielmehr finde ich es wichtig, das, was jetzt hier diskutiert wird, von anderen Zielen zu reden, die den Menschen wirklich betreffen. Und das ist Lärm, das sind Flächen, das ist die Gesundheit. Und auch viele andere Initiativen, ich spreche jetzt einfach mal die Initiative der Allianz pro Schiene an, die jährlich ja, jetzt ich komme von einem Land und bin dadurch auch etwas direkt betroffen, die versucht jährlich also die Mobilität in den Ländern zu messen. Die sind schon längst abgegangen von dieser Model-Split-Zieldefinition, sondern die fragen halt wirklich nach Flächen. Wie sieht denn euer Flächenverbrauch in Zukunft aus? Wie sehen eure CO2-Reduktionsziele in Zukunft aus? Wie geht ihr mit Feinstaub in Zukunft aus? Also ich finde, wir sollten hier in Zukunft, wenn wir auch von Lebensqualität sprechen, umschwenken auf diese Zielsetzung. Um eine konkrete Frage jetzt an Sie als Vertreter der Stadt Stuttgart. Sie hatten jetzt diese Ziele ja genannt, aber ich habe sie irgendwie als qualitative Ziele auf einer Folie gesehen. Sind Sie da etwas präziser mit Ihrem Aktionsplan geworden? Gehen Sie hier das Risiko ein, auch von der Bevölkerung und auch von der Industrie und von wem, auch gemessen zu werden, wenn Sie solche Ziele quantifizieren würden, zu sagen, also wir wollen im Jahr 2020 so und so viel CO2 in der Stadt Stuttgart weniger oder so viel Feinstaub, weil die EU-Gesetzgebung, um hier nochmal den Bogen zu schließen, die wird ja heute hier also auch schön einen Bogen geschlossen, also so Feinstaubpläne oder Lärmminderungspläne spielen hier ja keine Rolle, obwohl sie eigentlich das Leben in den Städten sehr schwer machen, auch in den Ländern. Spielt das bei Ihrem Aktionsplan eine Rolle? Ja, also es gibt zwei Aspekte. Das eine ist, dass unser Oberbürgermeister gleich mal sehr provokant gesagt hat, in den 8 Jahren, wo ich da bin, wird der Individualverkehr in der Innenstadt 20% reduziert, also der mit konventionellen Fahrzeugen. Es gab einen riesen Aufschrei, ne? Also das war mal so die politische Aussage. Also nicht als Ziel, sondern als Mittel zum Zweck, ne? Einfach um mal Unruhe reinzubringen in den ganzen Laden. Ne? Also ein möglichst ehrgeiziges Ziel oder Vorgabe zu setzen, um den politischen Diskussionsprozess anzustoßen. Und das Zweite ist, das hat jetzt aber nichts direkt mit Verkehr zu tun, sondern wir haben ein Klimaschutzkonzept bei der Stadt Stuttgart und da sind tatsächlich Zielzahlen drin
für CO2, für Feinstaub und alles. Ne? Denn wir leben ja ständig unter der Gefahr, dass wir von der EU Strafen bekommen. Ne? Denn wir haben ja einen Lärmminderungsplan und einen Luftreinhalteplan, der mehrfach jetzt durch Klagen verbessert werden musste. Und die Leute klagen weiter. Und wir stehen also kurz davor, dass die EU-Kommission das Land Baden-Württemberg mit Strafen belegt. Also das ist genau schon ganz, also wir müssen was tun, ja, also das, wir sind gezwungen, aber wie gesagt, das ist kein reines Mobilitätsthema, sondern da ist die Mobilität insgesamt im Rahmen von Klimaschutzzielen drin, denn Hausfeuerung oder viele andere Dinge, Industrie, die verursachen ja auch diese Klimaschutz, da ist der Probleme, ne? Also da ist die Mobilität halt nur einen gewissen Anteil an der Geschichte. Hallo, Hermann Weiß ist mein Name. Wir machen naturtrip.org. Das ist eine neue Freizeitseite für Freizeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zusammen mit BUND, VCD, Allianz pro Schiene und VDV ist jetzt auch dabei. Und also wir routen nicht von A nach B, sondern nach allen Richtungen hin. Und genau, und bei uns, also wenn zu dieser Badestelle jetzt gerade kein Bus hingeht, dann routen wir halt eben zu dieser Badestelle in eine andere Richtung. Genau, das Prinzip, und das Ganze beruht halt auf öffentlichen Fahrplandaten. Und der VBB hat die ja freigegeben für Berlin-Brandenburg. Und die sind in Deutschland bisher auch nur freigegeben in Ulm. Und ansonsten in Schweden, Holland, Schweiz jetzt auch. Gibt es in Stuttgart, Frage an Herrn Forderer, da die Idee, die Fahrplandaten freizugeben für Entwickler, also nicht nur für uns, sondern für viele Entwickler im Lande, die darauf warten, dass diese Fahrplandaten freigegeben werden? Da weiß ich jetzt leider gar nichts davon, weil wir haben ja einen Verkehrsverbund, der ein Konsortium ist aus allen möglichen Trägern. Ich weiß nicht, ist der Kollege vom Land Baden-Württemberg hier? Nee, schade, weil es ist auch vom Verkehrsministerium Baden-Württemberg jemand. Ja, gibt es da irgendwas? Also, nee, also ich kann das gerne in Erfahrung bringen bei unserem Verkehrsverbund, aber aktuell ist mir nichts bekannt. Laura Ehrenberg von der HafenCity-Uni in Hamburg. Die Verkehrsentwicklung hängt ja stark mit der Siedlungsentwicklung zusammen. Und jetzt kommt uns ja erstmal allen entgegen, dass die Städte gerade wachsen und die Leute gerne in die Städte ziehen wollen. Aber der suburbane Raum wächst auch immer noch. Und jetzt kommt es zum Beispiel in Hamburg, da wo ich wohne, zu so komischen Phänomenen, dass es Kommunen gibt, die zwei S-Bahn-Anschlüsse haben, also Kommunen im Umland, aber sich zum Ziel jetzt nicht weiter zu wachsen, weil sie sagen, sie können Bevölkerungswachstum jetzt gerade nicht verkraften. Und es gibt daneben eine Kommune, die keinen ÖPNV-Anschluss in die Stadt hat, aber sagt, wir wollen wachsen, weil wir haben Kapazitäten und wir weisen hier fleißig Baugebiete aus. Gibt es in Stuttgart Lösungen, wie man diese interkommunale Ebene, die Kooperationen verbessern kann, um eben solche Probleme besser abzufangen? Ja, also wir sind ja, glaube ich, die einzige Region in Deutschland, die ein gewähltes, also ein Volk gewähltes Parlament hat. Ne? Also wir haben ja ein Regionalparlament, 179 Gemeinden, 2,7 Millionen Einwohner und da gibt es richtig einen Regionalpräsident und also diese ganzen politischen Gremien. Ne? Also deswegen ist unsere Situation sicher nicht auf andere übertragbar. Bei uns hat der Verband tatsächlich Planungshoheit. Der kann also zum Beispiel einer Gemeinde verbieten, ein großes Möbelhaus anzusiedeln oder ein Baugebiet auszuweisen. Also da sind wir eigentlich in einer ziemlich glücklichen Lage. Das kann man aber nicht auf andere Bereiche in Deutschland übertragen. Bei uns ist es tatsächlich so, dass wir eine regionale Planungshoheit haben. Aber ich glaube, kannst du was dazu? Ja, es gibt schon mehrere Regionen. Also der prominentste Fall ist Hannover, wo die Stadt Hannover inzwischen kreisabhängige Gemeinde der Region Hannover ist. Oder in Aachen gibt es Ähnliches, Flächennutzungsplan im Frankfurt am Main. Ich glaube, bei der Siedlungsentwicklung und bei der Bautätigkeit hört die Freundschaft auf. Das ist ein ganz, ganz harter Konflikt. Und ich bin nicht sicher, ob Regionalplanung da immer nur auf so einer informellen Ebene funktioniert. Möglicherweise ist das schon etwas, wo man dann einen ziemlich harten Rahmen braucht, dass so eine Entwicklung
die ja auch irgendwann ökonomisch nicht nur für den ÖV, sondern auch für die Siedlungsentwicklung langfristig, wenn der Raumwiderstand wächst, eigentlich schädlich ist. Aber das geht sehr, sehr weit rein. Eigentlich sind die Kreise, sage ich mal, untere Raumordnungsbehörde und gleichzeitig sind sie ÖPNV-Aufgabenträger. Man sollte eigentlich meinen, dass das ganz eng zusammen ist, aber da gibt es auch Vorbehalte. In meinem Stadtplanerverband SRL haben wir da heiße Diskussionen, ob Stadtplanung sich da jetzt unterordnen soll, dem, was hier so Verkehrskonzepte ist und so weiter. Aber den anderen Aspekt, den Sie gesagt haben, dass immer mehr Gemeinden Stopp machen, also gerade im Münchner Umland, dass da total blockiert wird, hat was mit neu zugezogenen und alteingesessenen zu tun, also mit sozialen Fragen. Und ich glaube, diese Frage, wer sind wir und was wollen wir von außen haben, ist ein großes Problem lokaler Demokratie. Übrigens, das mit den Anwohnerbevorrechtigungen kann man auch mal kritisch sehen. Also es ist ja eigentlich eine Gästediskriminierung, wie auch immer man das dann hinterher in der Verkehrsmenge bilanziert. Und es hat auch mal jemand, ein Kollege gesagt, ach, die Ausländermaut haben wir eigentlich, wenn es ums Parken geht, längst, sondern da gibt es die Fremdparker, die vertrieben werden und die Privilegierung der Anwohner. Also ich glaube, da kommen wir in einen Bereich, wo auch immer mal drüber diskutiert werden muss, gerade in so einem Raum wie Hamburg, der sich da versteht, dass er wächst, inwiefern dann lokale Demokratie dann auch den Rahmen setzen kann. Natürlich aus dem Interesse heraus, dass eine Bürgermeisterin oder Bürgermeister in erster Linie was für die Wähler machen will, die heute schon da sind. Ich würde ganz gerne nochmal auf dieses Thema zurückkommen, was so zweimal ich so rausgehört habe. Klimaschutz ist irgendwie auch kein Ziel oder sollte gar nicht als Ziel angesetzt werden, sondern was wir wollen, ist eben Schadstoffreduktion, Lärmemissionsreduktion, Flächenverbrauchsreduktion, Flächenverbrauch durch den Verkehr. Ich weiß nicht, ich fasse das immer so als Lebensqualität zusammen, ja, dass man irgendwie sagt, hier, wir wollen die Lebensqualität verbessern, damit kann man die Bürger besser mitnehmen und die sind dann nicht dagegen, wenn der Parkplatz vor der Haustür umgewidmet wird in ein Straßencafé zum Beispiel. Also da würde ich, ist es eine sinnvolle Lösung zu sagen, okay, wir hängen jetzt das Klimaschutzthema nicht mehr so hoch, sondern hängen ein anderes Thema, nämlich Lebensqualität, weil es irgendwie auf mehr Akzeptanz stößt, irgendwie nach vorne. Michael Glotz-Richter aus Bremen. Also ich kann das nur unterstreichen aus der Erfahrung. Wir hatten, als bei uns die erste rot-grüne Regierung da war mit dem grünen Bau- und Umweltsenator Reinhard Loske, der das Thema sich gleich auf die Fahnen geschrieben hat. Das Zentralorgan der freien Presse in Bremen, der Weserkurier, hat ihn dann gleich zum Weltklimarettungssenator hochstilisiert. Und das, obwohl Bremen sehr betroffen ist. Ja, 90% unserer Landesfläche ist durch Deiche geschützt. Wir wenden gerade einen dreistelligen Millionenbetrag auf, um diese Deiche höher zu machen. Also es ist eine Betroffenheit ganz unmittelbar da, wirklich auf ganz vielen Ebenen. Und die Logistikwirtschaft beschäftigt sich mit Anpassungsstrategien und allem Möglichen. Und es ist wirklich klar, es ist zwar jetzt mittlerweile sozusagen breiter akzeptiert, wahrscheinlich ist das immer das Risiko der Pioniere, dort erstmal sich den Schädel ein bisschen blutig zu rennen und den Weg freizuräumen für andere, aber da ist wirklich irgendwie das Hemd näher als die Jacke, dass die Leute sagen, also mir geht es eher um die praktischen Dinge und dazu zählt dann eben auch, also das, was Wolfgang Forderer so schön mit den Steigungsstrecken hatte, dass diese Luftbelastung in Stuttgart wahrscheinlich stärker noch wahrgenommen wird und ein Thema ist und Klimaschutz doch immer noch als relativ abstrakt empfunden wird und als ein Akademikerproblem oftmals in den Medien rüberkommt. Und das ist natürlich dann schwierig, das auch politisch zu verkaufen, gerade wenn es auf Wahlen zugeht. Das sind ja, jetzt muss ich erst mal gucken, Arbeitsplätze, da kümmert es sich nicht drum, aber um das Weltklima so in etwa. Das waren so Vorwürfe, die dann auch in dem Wahlkampf gekommen sind. Aber wie gesagt, Pioniere muss es geben und da ist auch das Recht, dass man sich da mal eine blutige Nase holt. Okay, und was wir. Achso, oder bitte. Ja. Es ist vielleicht ein kleiner Widerspruch. Klar,
den Menschen im Alltag ist erstmal der umgewidmete Parkplatz für Carsharing näher als das Weltklima, das ist weit weg. Ich glaube aber, dass sich auch schon was wandelt. Zwei Beobachtungen. Viele Städte erleben Starkregen, wo in kurzer Zeit, halbe Stunde, so viel regnet wie in sonst einem Monat und Keller zulaufen. Und es ist durchaus ein Diskurs in der Presse und auch in der Wahrnehmung der Bevölkerung, dass das ungewöhnlich ist, dass das früher nicht so war und dass das schon was mit dem Klimawandel zu tun hat. Also will sagen, dieses abstrakte Kyoto-Protokoll, Weltklimawandel, 2-Grad-Ziel, das kommt doch schon alles ziemlich nahe. Ich glaube, dass sich bei der Bevölkerung da schon auch was ändert. Und auch in der politischen Diskussion, wenn wir uns jetzt mal für eine Sekunde aus dem Verkehrssektor rauslösen und sagen, wie sieht denn die CO2-Entwicklung oder die Treibhausgasentwicklung in Deutschland generell aus, dann ist das über viele Jahrzehnte schon ein Rückgang der CO2-Kurven und die letzten 2 Jahre steigt das wieder an. Und alle finden das nicht so schön und tun sich schwer, das zu erklären. Wir wollen die Atomkraftwerke abschalten, das ist alles auch richtig. Und wir wollen die Energieversorgung umstellen auf regenerative Basis. Wir wollen schneller aus der Kohlesituation aussteigen. Also es gibt einen entwickelten Diskurs in der Gesellschaft und in der Politik, dass das mit dem Klima keine abstrakte, ferne Geschichte ist, sondern dass wir dafür was tun müssen. Wir laufen zu auf die Paris-Konferenz 2015, wo das wieder zu einem großen medialen Thema werden wird. Und ich glaube, der Punkt, dass andere Sektoren, die Kraftwerke oder die Industrie oder die Hauswärmebereitstellung sagen, wir tun doch jetzt ganz viel und was ist eigentlich jetzt hier mit dem Verkehr? Hier, ein Fünftel der CO2-Emissionen kommt aus dem Verkehr in Deutschland. Dieser Punkt, dass sozusagen der Handlungsdruck auf den Verkehr zunimmt, der, glaube ich, kommt deutlich näher. Und es ist gut, jetzt im Vorfeld von diesem Punkt, ich meine, wir wissen das alle als Thema, wir arbeiten da alle dran, aber sozusagen vor diesem medialen Punkt, vor diesem politischen Punkt, Handlungsdruck auf den Verkehrssektor, jetzt die Konzepte zu entwickeln, sich darauf vorzubereiten, dran zu arbeiten und dann immer dieses Argument zu haben, und das hat doch ganz, ganz, ganz viele Co-Benefits für den Lärm, für die Luftreinhaltung, was Sie beschrieben haben aus Stuttgart, für die Aufenthaltsqualität. Und dann eben zu sagen, das Positive an dem Klimathema ist, dass es wirklich zu 95% einhergeht mit all diesen anderen Zielen, die wir ja auch wollen, für bessere Lebensqualität in der Stadt. Ich würde es aber für falsch finden, nur mit diesen Zielen zu argumentieren und das Thema Klima sozusagen zu verschweigen oder nur randlich mitlaufen zu lassen. Danke. Erst Frau Hafers und dann... Ich möchte das gerne unterstreichen, vorhin schon, dass es die, also unser Projekt auch nochmal für uns so deutlich gemacht hat, dass es helfen kann, zu unterstreichen, dass Klimaschutz und Lebensqualität ja eben Hand in Hand gehen, viele Lebens, wie Sie schon sagten, also die bedingen dann, Klimaschutzmaßnahmen bedingen eben eine Förderung der Lebensqualität und umgekehrt genauso und vielleicht ist es hilfreich, da weniger das so auseinander, also kein Entweder-Oder, sondern das wirklich dann auch in Zukunft mehr gemeinsam wahrzunehmen und sich, dass es sich gegenseitig bestärkt, das wollte ich nur noch mal kurz unterstreichen. Ja, noch als Ergänzung, Sie haben vollkommen recht, aber wir in den Kommunen, wir müssen natürlich schauen, dass wir die Dinge auf ein Niveau runterziehen, dass wir ganz konkret werden. Ja, also wenn jetzt bei uns der Gemeinderat jetzt eine Resolution verabschiedet, wir sind auch für Klimaschutz, das kommt dann unter Verschiedenes irgendwo. Ne? Das lockt keinen hinterm Ofen vor so schön. Ne? Also müssen wir das ganz konkret machen. Wir haben jetzt zum Beispiel ein Projekt mit kleinen Kindern in der Schule, 3., 4. Klasse, Grundschule. Die bekommen ein paar Stunden Unterricht zum Thema Klimawandel, gerade was Sie sagen, Starkregen und solche Geschichten. Also die sehen, wie sich unsere Welt verändert. Und dann wird es aber ganz konkret.
dann kriegen die nämlich ein T-Shirt, wo drauf steht, ich bin ein Klimaheld, und dann gehen die nach Hause und schließen mit den Eltern einen Vertrag, wo drin steht, ich gehe ab jetzt alleine in die Schule und Papa-Mama-Taxi ist passé. Und das müssen dann die Eltern unterschreiben. Ne? Und dann kommen wir nämlich zu so eine konkrete Verhaltensebene, wo auch die Menschen ganz einfach verstehen. Ne? Also dann wird Klimawandel greifbar. Ne? Und ich glaube, das ist gerade unsere Aufgabe in den Kommunen, dass wir den Leuten jetzt nicht irgendwie ganz abstrakt irgendwie sagen, du, bitte sei nachhaltig, denk an das Weltklima, sondern ganz klar sagen, hey, wenn du diesen Weg mit dem Fahrrad machst oder zu Fuß gehst, dann kannst du tatsächlich was zum Klimawandel beitragen. Also immer dieses Globale mit dem ganz Konkreten in der jeweiligen Lebenssituation verknüpfen. Und dann, denke ich, ist das, dann verstehen das auch. Uns zeigt einen Weg auf, wie man als Einzelner auch mit so einer kleinen Geschichte einen sinnvollen Beitrag leisten kann. Und wenn dann das rückgespiegelt und rückgebunden wird in so eine Gesamtsicht, dass das nicht nur Tropfen auf dem heißen Stein sind, sondern dass, wieder positiv gesprochen, die CO2-Kurve von Deutschland bis auf die letzten 2 Jahre ja enorm gesunken ist. Das sind ja verzeichnbare Erfolge, das ist ja gut. Und auch im Verkehr ist seit 1999 die CO2-Emission gesunken. Da ist ja was geschehen. Wenn man also sozusagen die Einzelaktionen rückbindet in das große Bild, dann kommt man aus dieser Frustrationsnummer raus, das ist sowieso alles hoffnungslos. Wie gut, dass ich im Jahr 2050 wahrscheinlich gestorben bin. Also, und das nicht mehr erleben muss, was dann an 4-Grad-Welt, 6-Grad-Welt auf uns zukommt. Das macht einen ja wahnsinnig und auch handlungsunfähig. Und diese Kombination von kleinen Dingen und auch diese Bilder, die wir jetzt aus Bremen und Stuttgart an den konkreten Fällen hatten. Diese Kombination des Kleinen mit dem Großen macht Perspektive auf. Jetzt muss man aber ja sagen, dass irgendwie Bremen, Stuttgart, beispielsweise ja auch Berlin, da relativ weit fortgeschritten sind. Was ist es denn so, lässt man jetzt alles einfach weiterlaufen? Jede Kommune macht so ihren Verkehrsentwicklungsplan, Konzept und so weiter? Oder gibt es irgendwie Ansatzpunkte, dass man sagt, weil ich meine, schlussendlich Mobilitätsverhalten wird vor Ort entschieden, ja, kann man drehen und wenden, wie man will. Lassen wir alles so laufen, wie es ist und die Kommunen machen schon ihr Ding. Michael Böke. Also jetzt einfach nochmal, um das so ein bisschen abzurunden und abzuschließen. Ne? Ich möchte vielleicht noch einen Punkt in die Diskussion einbringen, der mir bisher noch ein bisschen zu kurz gekommen ist. Und zwar ist das Thema Geld, Kosten. Das fehlt mir bisher vollständig. Wenn ich all die Maßnahmen umsetzen will, brauche ich Geld. Viele Kommunen wissen gar nicht, wofür sie ihr Geld eigentlich ausgeben. Das heißt, sie wissen nicht, was kostet mich der Kfz-Verkehr, was kostet mich der ÖPNV, was kostet mich der Radverkehr. All das wäre eigentlich erstmal die Voraussetzung, so etwas wie einen Kassensturz zu machen, um herauszufinden, wo fließen meine Gelder eigentlich hin, um dann gezielt umzusteuern. Weil dann kommt nämlich nicht mehr das Argument, wir haben kein Geld dafür, sondern dann kommt das Argument, Mensch, das ist ja viel preisgünstiger, das Geld, was wir bisher in den Kfz-Verkehr gesteckt haben, in den Radverkehr, in den ÖPNV und in den Fußverkehr zu stecken. Dazu braucht es aber auch Instrumente. Und da möchte ich auch ein bisschen Werbung machen für ein Projekt, was im Rahmen des Nationalen Radverkehrsplans jetzt gerade aktuell läuft, wo die Universität Kassel, der Professor Sommer, an mehreren Beispielstädten genauer untersucht, nämlich Bremen ist da dabei, Braunschweig ist dabei, noch eine dritte Stadt, glaube Kiel. Diese Städte haben sich bereit erklärt, ihre Haushaltspläne, die haben alle schon die Doppik eingeführt, diese Städte haben sich bereit erklärt, mal genauer hinzuschauen, wofür sie ihr Geld jetzt ausgeben, erstmal um Kassensturz zu machen und dann ansetzen zu können. Und ich erinnere mich, im Jahr 2000, da war, glaube ich, die Stadt Stuttgart auch dabei, da gab es nämlich ein Projekt von Iclay, da wurde nämlich mal genau geschaut, was gibt eigentlich sozusagen, was muss ja jeder Bürger in der Stadt, in einer Stadt eigentlich für den Verkehr ausgeben. Und da kam natürlich ganz klar raus, der Kfz-Verkehr wird stark subventioniert vom Bürger. Und dieser Aspekt muss mitgedacht werden, wenn ich die Menschen nämlich mit auf den Weg nehmen will, kann ich ihnen sagen, das kostet dich viel weniger, Klimaschutz, Verkehr verträglicher in der Stadt zu gestalten, wenn wir umsteuern. Aber vorher müssen wir erstmal wissen, wo das Geld überhaupt herkommt und wo es hinfließt. Das vielleicht als Anregung mit in die Diskussion mit aufzunehmen. Danke. Gerne noch, genau, als letztes auf
Ich habe auch was mit Geld, aber jetzt nicht mit dem kommunalen Geld, sondern mit dem Geld, was sozusagen Firmen und Individualbürger und Bürgerinnen in der Tasche haben. Ein Aspekt postfossiler Mobilität ist auch, dass wir vom Öl als sozusagen möglicherweise teures Gut wegkommen. Wir haben zwar jetzt in diesen Tagen irgendwie einen Ölpreis, der bei 86, 82 Dollar pro Barrel liegt, also damit unter den 110, die wir in den letzten 3 Jahren so als Schnitt hatten. Das kann aber je nach politischer Entwicklung ganz schnell wieder nach oben gehen. Und wir haben 2008 das ja erlebt, wo der Benzinpreis sozusagen für die Menschen an der Tanksäule auf einmal von so 1,10 auf 1,50, 1,60 hochging. Und wir haben einen enormen Umschwung erlebt, dass auf einmal in den Medien die Journalisten, die vorher immer noch gesagt haben, ihr seid gegen das Auto, auf einmal sagen, warum tut ihr nicht mehr fürs Fahrrad und ihr müsst da mehr tun und Fahrgemeinschaften. Auf einmal wurden Dinge sozusagen akzeptiert, die vorher irgendwie als nicht akzeptabel galten. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, je mehr wir sozusagen am Auto hängen für den Personenverkehr und am LKW für den Güterverkehr, desto verletzlicher ist bei uns die Volkswirtschaft und Gesellschaft. Und das ist, glaube ich, ein Aspekt, den man auch in der politischen Arena immer wieder hochhalten muss, auch wenn im Augenblick gerade der Benzinpreis deutlich runtergeht. Aber das ist sehr wahrscheinlich ein vorübergehendes Phänomen. Und gerade diese Peaks zeigen dann, wie empfindlich eigentlich wir sind, wenn wir autoabhängig sind. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Das ist mein einer Punkt. Ein anderer Punkt, den ich noch auf dem Zettel hatte und auch was mit Geld zu tun hat. Ihr habt in Baden-Württemberg ja gerade die Diskussion um die Novellierung der Landesbauordnung und Stellplatzvorschriften für Fahrräder. Und das ist nochmal etwas, was bislang auf der Liste eigentlich fehlte. Und wenn ich die sozusagen als Nordlicht die Diskussion in Baden-Württemberg richtig mitbekomme, gibt es einen großen Aufschrei, das kostet auch einmal unheimlich viel Geld, Fahrradparkplätze vorzuhalten, das aber nicht wahrgenommen wird. Und das ist die gleiche Kategorie, wie Michael Bölkes eben darstellte, wie viel Geld eigentlich in Autostellplätze geht. Also in Bremen kalkulieren wir zwischen 20.000 und 40.000 Euro pro Stellplatz als Regelannahme. Und das sind einfach mal Dinge, die auch in die öffentliche Diskussion müssen. Und das Thema Fahrradparken, Pedelecs wurde angesprochen, dass es eben nicht attraktiv ist, so ein schweres Teil da Trepp auf Trepp abzuschleppen. Wir müssen da gucken, dass vernünftig untergebracht wird. Und ein Aspekt, den wir in Altbauquartieren noch haben, wo oftmals kleine Stufen in die Häuser reinführen, ist auch die Frage, wie gehen wir eigentlich mit Rollatoren um? Das ist also auch nochmal so ein Aspekt Rollatorenparken. Das mag sich jetzt ein bisschen für einige sozusagen zum Schmunzeln anregen. Das ist aber ein ernstes Problem und auch etwas, wo diese Frage, kriegen wir das irgendwie sicher sozusagen außerhalb dieser Stufen untergebracht? Das ist auch nochmal so ein Thema. Also da ist noch erheblicher Bedarf auch im Umfeld von Landesbauordnung und kommunalen Stellplatzsatzungen zu machen. Man kann wirklich eben sagen, im Augenblick ist das alles noch sehr autoorientiert. In Berlin mal ausgenommen, aber in fast allen Bundesländern sind halt diese Paragraphen 48, 49 der Landesbauordnung auf Pkw-Stellplätze ausgerichtet. Fahrradparken, Fehlanzeige. Das sind Dinge, und da können Sie auch auf der kommunalen Ebene etwas machen mit Ihren kommunalen Satzungen. Vielen Dank. Ich würde gerne abschließen mit einem Satz von jedem auf dem Podium. Ein Satz, der mir noch am Herzen liegt. Also nicht, dass Sie jetzt denken, ich habe mir den vorher aufgeschrieben oder so, aber eine Politik gegen das Auto zu machen, wäre auch falsch. Also wir haben jetzt wirklich Erfahrungen, man muss die alle mitnehmen. Also gerade in einer Stadt wie Stuttgart, wo die ganzen Autohersteller und Zulieferer sind, können wir gar keine Politik gegen das Auto machen. Feindbilder bringen gar nichts. Also das heißt, wir müssen einfach optimale Alternativen bieten. Also ich denke, das ist auch ganz wichtig. Also wenn wir jetzt dann anfangen und sagen, die sind die Bösen und die sind die Guten, das bringt auch nichts. Also wir müssen ja mit dem Zustand leben. Also das vielleicht so als Botschaft, wir müssen schon schauen, dass wir die ganze Bandbreite abdecken und mit dem ganzen Problem umgehen und nicht irgendwelche verteufeln oder an die Wand stellen, das bringt überhaupt nichts. Ne? Also sie erzeugen dann nur Gegendruck, und anstatt mit der Energie zu gehen. Ne? Und deswegen denke ich, ist es ganz wichtig, lieber ganzheitlich vorzugehen und das, sagen wir mal, so aufzuziehen, dass der Bürger am Ende ganz tolle Alternativen hat und deswegen sein Auto stehen lässt und nicht, weil das böse ist. Ja, mein letzter Satz wird auch nochmal hingehen auf die Lähmung von Kommunen
wenn es um Verkehrswende geht, weil sie Personalprobleme haben, enorm über Arbeitsverdichtung, Schuldenbremse kommt, Haushaltssicherung und so etwas. Und dass das einfach nur auf eine Standarddiskussion, also dass man Standards in Frage stellt, die man bisher hat. Und da wird man wahrscheinlich merken, wenn man mal so eine resiliente Planung macht im Verkehrsbereich, dass es da im Bereich von Radverkehr, ob mit oder ohne Elektrounterstützung, wahrscheinlich noch sehr viele Potenziale zu heben gibt. Ja, und ich möchte noch einmal hervorheben, wie wichtig eben oder dass Maßnahmen zur Veränderung des Verkehrsverhaltens eine große Bedeutung haben, auch für den Klimaschutz und eben in der Stadt besonders gut adressiert werden können und dass das eben doch, dass die Wahrnehmung auf nationaler Ebene dafür vielleicht doch noch geschärft werden könnte. Wunderbar, ganz herzlichen Dank. Ich sehe durch diese zwei Scheiben, dass gerade der Kuchen aufgebaut wird. Das heißt, wir machen, glaube ich, eine halbe Stunde ist jetzt Pause. Es gibt Kaffee und Kuchen zur Stärkung. Vielleicht mal irgendwie ein bisschen frische Luft. So ein Gefühl habe ich gerade. Durchatmen. Und wir sehen uns in einer halben Stunde wieder hier. Alle Workshops zusammen zur Zusammenfassung. Herzlichen Dank. Applaus